Liebe Lynx-Zuschauer, herzlich willkommen hier aus Berlin. Bei mir ist ein Daueroptimist und Börsianer durch und durch, Heiko Thieme, gerade 75 geworden. Noch herzlichen Glückwunsch. Ja, viele sind interessiert an der Börse und fragen sich immer, wie ist denn so der Lebenslauf von anderen, die da erfolgreich waren? Wie fing das bei Ihnen an? Wie sind Sie zum Thema Börse gekommen? Rein zufällig. Ja, ich hatte eigentlich mich nie interessiert für die Börse. Nur mein Onkel, bei dem ich als Student in Hamburg wohnte, hörte sich jeden Tag die Börsennachrichten an und war auch am Markt investiert. Und das war der erste Verbindungsgrad zur Börse. Und dann, als ich mein Jurastudium in Hamburg beendete, trat die Frage auf, und ich war, worüber sollte man seine Doktorarbeit schreiben? Und da hatte ich mir das Thema gewählt, mit dem ich mich im Leben nie wieder beschäftigen würde, nämlich mit der Börse. Und dann bei Professor Würdinger wurde es dann auch angesprochen, sagte, Sie nehmen ein Thema, von dem ich nichts verstehe. Ich sage, ich habe auch keine Ahnung davon, aber die Zulassungsvoraussetzungen an der Börse, die sind interessant. Das ist ein Thema, was aktuell ist, weil es seit 1908 nicht mehr verändert wurde. Und da konnte man also durchaus etwas schreiben. Und so fing ich an mit einer Doktorarbeit, die ich übrigens dann im Leben nicht mehr beendet hatte, denn durch die Arbeit bin ich in meinen Beruf hineingekommen. Ich kam dann als Assistent nach Edinburgh an der Universität, habe über Europarecht als Assistent dort referiert und ging dann in die USA nach Berkeley und hatte dort Postgraduate Studies gemacht. Ich war über die Börse bei Jennings, einem der großen Koryphäen, über die Börsenzulassungsvoraussetzungen und Börsenregeln, und bin dann bei Wood Mackenzie 1972, also vor 47 Jahren rund, angefangen und bin dann über London nach New York gekommen, war bei White Welt gewesen und dann zum Schluss bei der Deutschen Bankengruppe, und ab 79 und 89 wurde ich dann selbstständig. Also wahnsinnig viele Stationen. Hatten Sie auf Ihrem Weg Mentoren, Vorbilder, an denen erstmal Sie sich orientiert haben, bevor dann später ja andere sich an Ihnen orientiert haben? John Templeton zum Beispiel lud mich ein, ihn zu besuchen auf seiner Insel, und wir hatten ein Wochenende miteinander verbracht, und da gab es auch gewisse Themen über eine mögliche Zusammenarbeit. Dann John Slate, ein Frankfurter, der bei Bear Stearns arbeitete. Wir waren sehr eng befreundet, und es gab auch andere Persönlichkeiten. Ich war gut Freund von Salomon Brothers und noch einige andere Namen zu nennen. Auch Alan Greenspan, nicht wahr? Ein Mann, den ich sehr hoch schätzte. Man traf sehr viele Personen, die was darstellten, aber für mich entscheidend war, dass man immer wieder selbst die kritische Frage stellt, was ist eigentlich der Motivationsfaktor an der Börse? Was treibt die Preise? Und da habe ich mich dann auch sehr schnell mit Prognosen beschäftigt. Erst einmal die Analyse betrieben bei Wood Mackenzie, mitgemacht als Analyst, und habe auch gemerkt, wie schief man liegen kann mit seinen Prognosen. Denn Analysten haben es nicht immer einfach, ihre Gewinnschätzung richtig hinzubekommen. Und dann bin ich ins Marketing gekommen, war verantwortlich für Europa und für den Nahen Osten. Da ging der Ölpreis nach oben Anfang der 70er Jahre. Das war also eine sehr interessante Zeit, um dann bei der Deutschen Bank die Research-Abteilung aufzubauen, den Handel mit US-Aktien zu betreuen und dann eine eigene Strategie zu entwickeln. Dann schrieb ich meinen Börsenbrief 79, nicht wahr, den Standpunkt in zwei Sprachen, habe 10.000 Seiten geschrieben, nicht wahr, hielt Vorlesungen an der Pace University für mehrere Jahre, Gastvorlesungen dann an der Columbia University und vielen Universitäten auch in Europa. Also man war beschäftigt, aber immer wieder war das die Triebfeder, wie kann man diesen Markt in den Griff bekommen. Und jetzt sagst du ja auch ganz richtig, ich bin Optimist. Ich sage, ich bin ein rationeller Optimist. Und das heißt im Klartext für mich, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Das ist mein Leitmotiv. Manche sagen, das ist sehr oberflächlich ausgedrückt, aber da steckt etwas dahinter. Die Börse ist die Reflexion oder das Becken aller Emotionen zusammengefasst und dann auf den Punkt gebracht. Und das äußert sich dann in einem steigenden und einem fallenden Markt. Wie wird man denn erfolgreich? Ist das harte Arbeit? Ist das viel Lesen, wie Warren Buffett das macht, dass er irgendwie 6 Stunden am Tag nur liest? Was sind so die Erfolgsrezepte, die Geheimnisse? Das ist ganz einfach. Gar kein Geheimnis. Man muss von seiner Tätigkeit fasziniert sein. Man muss von der Materie fasziniert sein. Wer montagmorgens ins Büro geht und sagt, um Gottes Willen, ich habe eine ganze Woche vor mir, der hat keine Fähigkeiten. Wer am Freitag es fast bedauert, dass die Woche schon vorüber ist, der ist im richtigen Metier. Das heißt, die Tätigkeit, egal was man tut, ob man eine Straße reinigt oder ob man eine Prognose über die Volkswirtschaft tut, ist genau das Gleiche. Man muss es mit Freude, Engagement und Spaß machen. Das ist das Entscheidende. Und mir hat es natürlich auch gelegen, ich rede gern mit Menschen. Ich liebe einfach das Gespräch mit Menschen. Und ich trage auch gerne vor, das gebe ich zu.
Und ich trage es immer vor, ohne jemals ein schriftliches Konzept vor mir zu haben. Das heißt, ich lese nie ab. Sondern das muss alles im Kopf sein. Die Vorbereitung findet im Kopf statt. Der Arbeitstag ist mitunter 18 Stunden oder etwas länger. Aber es ist ja keine Arbeit. Es ist eine Tätigkeit, die man gern macht. Und deswegen sage ich immer, ich habe in meinem Leben nie gearbeitet. Ich habe immer nur das getan, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Obwohl es da natürlich Höhen und Tiefen gibt, nicht wahr? Ich bin ja auch begeisterter Marathonläufer und da muss man auch durchhalten. Man muss Ausdauer haben, man muss Vision haben, nicht wahr? Und auch vorbereitet sein, das ist entscheidend. Ich glaube, wie oft sind Sie Marathon gelaufen? 17 Mal? 17 Mal, 10 Mal New York, 3 Mal Berlin, 2 Mal Hamburg und 1 Mal Paris. Und meinen letzten Marathon hatte ich vor einem Jahr gelaufen, im November 87, nicht wahr, in New York. Und es sollte nicht mein letzter sein. Nicht? Ich bin langsam, ich bin nicht der Schnellste. In meiner Altersgruppe, ist ja die älteste Altersgruppe, in der ich jetzt laufe, von den 74 bis 84-Jährigen, hat eine Frau, nicht wahr, die schnellste Zeit war die älteste eine Frau. Sie war 10 Minuten schneller als ich, nach dem Motto Ladies first und dann kommt Heiko Thieme. Wenn Sie so zurückblicken, würden Sie sagen, dass Sie alles richtig gemacht haben? Nein. Also wer behauptet, im Leben nie Fehler gemacht zu haben, der weiß nicht, was er getan hat. Es gibt einen Präsidenten, der mal gesagt hat, gut, ich nenne es auch George Bush, ob er etwas anderes gemacht hätte. Und er sagt, nein, ich würde alles wieder genauso machen. Das ist ein Riesenfehler. Ich glaube, noch schlimmer wäre die Antwort bei Donald Trump wahrscheinlich. Nein, wir leben ja von unseren Fehlern. Das Entscheidendste ist überhaupt, gerade auch im Börsenhandel übrigens, und auch bei Anlageentscheidungen als Fondsmanager. Da ist es nicht wichtig, dass ich mal 3 Jahre lang der beste Fondsmanager in Amerika war. Das ist, ich will nicht sagen, ist einfach. Das Wichtigste ist, wie werde ich damit fertig, wenn ich mal der Schlechteste bin, was ich auch einmal war. Man muss die Höhen und Tiefen verarbeiten. Und wenn man einen Fehler macht, und das kann ich jedem, der sich dieses Interview anhört, als Rat geben, bitte diesen Fehler laut zugeben, möglichst schreiend ihn zugeben, damit jeder weiß, was los ist, warum, damit man selbst sich daran erinnert, so einen Fehler nie wieder zu machen. Fehler ist eigentlich der Pfad des Lebens. Das Leben, man könnte jetzt nicht pessimistisch ausgedrückt, aber realistisch ausgedrückt, das Leben besteht aus einer Kontinuität von Fehlern, die man überwindet. Und das Überwinden der Fehler, das Verarbeiten der Fehler, das prägt die Persönlichkeit. Ja, natürlich ist in den Medien ist immer toll, wenn man erstmal ganz oben ist, aber die Fallhöhe ist ja dann auch tief, wenn man mal so Niederlagen hat. Wie sind Sie damit dann umgegangen? Sehr einfach, indem ich die Fakten gesehen hatte, Erklärung auch gesucht habe. Nun, das wäre jetzt zu lang, das im Detail auszuführen. Ich hatte immer eine klare Strategie und diese Strategie war auch meines Erachtens bis heute ist sehr erfolgreich. Nur wir hatten damals auch einen Grund, dass jemand mich verklagte. Verklagte mich, hätte meine Richtlinien überschritten, dass es stimmte. Es dauert aber 8 Jahre im Prozess. In Amerika zieht man das gerne hin, um dann ganz klar festzustellen, der hat nie seine Richtlinien überschritten. Nur in der Zwischenzeit wurden mir die Gelder entzogen sozusagen von den Anlegern, weil sie sagten, Mensch, wenn der Prozess schief geht und er doch sich täuscht, dass er doch etwas gemacht hat, was nicht rechtens war, dann bedauert man es, dass dann der Fonds runtergeht. Man hat die Gelder rausgezogen. Als Fondsmanager kann man im Grunde genommen ohne Geld nicht viel tun. Das ist wie ein Chirurg, der eine Herzoperation ansetzt und dann wird ihm gesagt, aber diese Schere, die müssen Sie weglegen, die können Sie nicht benutzen. Und das Messer geht auch nicht. So eine Operation kann nicht gut gehen. Das heißt, man muss voll die Instrumente haben. Aber das ist Schnee von gestern. Ich habe ja auch dann immer 2- oder 3-gleisig gearbeitet in der Strategie, selbst im Fondsmanagement und in der Beratung und natürlich dann auch durch die Vorträge. Ich habe für die FAZ 17 Jahre oder 16 Jahre geschrieben. Wie gesagt, sehr vieles getan und immer mit einem Engagement und versucht auch junge Leute zu animieren. Ich habe über 300 junge Leute bei mir als Trainees gehabt. Wir treffen uns regelmäßig, aus denen sind tolle Karrieren geworden, im Beruf, auch in anderen Berufen. Das heißt, das vermitteln und mitteilen, was man selbst gelernt hat und davon auch andere profitieren lassen. Wüssten Sie, wenn Sie jetzt nicht Börsianer geworden wären und die Doktorarbeit zu Ende gemacht hätten, wo vielleicht eine andere Karriere für Sie gewesen wäre? Hätten Sie da was im Auge gehabt? Vielleicht als Jurist. Meine beiden Großväter waren erfolgreiche Juristen. Aber ich glaube nicht, dass das Leben so interessant gewesen ist. Denn ohne den Juristen zu nahe treten zu wollen, da wird ja nicht so viel kreiert. Der Börsianer muss kreieren. Der Jurist muss nachhaken und muss nach dem Rechten schauen, dass das, was man kreieren möchte, auch in der richtigen Bahn ist, in den richtigen Tüchern sozusagen steht. Das mag jetzt sehr kritisch klingen. Ich habe sehr viele juristische Freunde und große Hochachtung für deren Tätigkeiten. Aber für mich ist die Kreativität das Entscheidende. Und wenn immer ich in meinem Büro etwas mir vornahm, was kreieren wollte,
fragte ich natürlich meine juristischen Freunde und Berater, ihr wisst, was ich will, was muss ich jetzt machen, um es umsetzen zu können, auch von der Rechtslage. Ja, die Rechtslage ist entscheidend, aber die Kreation ist noch ein anderes Element. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade Marathon laufen, sonst privat als Hobbys? Haben Sie da was, was Sie noch auf andere Gedanken bringt, wo Sie gut abschalten können? Immens. Ich meine, wenn ich alle Hobbys aufzählen würde, würden wir hier noch eine Stunde wahrscheinlich sitzen. Ich bin Zauberer, nicht wahr? Das hat mich geprägt als jugendlicher Mensch. Davon habe ich noch nie gehört. Was machen Sie denn da? Eine ganze Zaubershow. Meine Enkel können davon schwärmen. Ich hatte früher mal vor über 1000 Leuten eine Zaubershow gehabt, nicht wahr? Und da war bei mir in jungen Jahren die Alternative, werde ich professioneller Zauberkünstler oder soll es ein Hobby bleiben? Es blieb das Hobby. Ich bin jetzt begeisterter Drachenflieger wieder. Und zwar einen normalen Drachen, den ich steigen lasse, nicht wahr? In Spanien auf einem kleinen Turm, wo wir wohnen, nicht wahr? Kann ich ihn wunderbar über die Bucht von Cadaqués steigen lassen. Da bin ich wie ein kleiner Junge. Und die Personen in dem Dorf suchen, wo der Drachen losgelassen wird, wo er steigt. Ein Arzt in meinem Alter, ich war, suchte ein Jahr lang, um zu finden, von welcher Stelle ich den Drachen von meinem Haus steigen ließ, weil man das bei der langen Leitung von 1 Kilometer nicht unbedingt erkennen kann. Faszinierend, sowas macht mir Spaß. Ich laufe gerne Ski, ich schwimme auch. Meine Frau würde sagen, er schwimmt zu wenig, er müsste eigentlich viel mehr schwimmen. Joggen, Langstreckenlauf gehört mit dazu. Ich höre gerne Oper, nicht wahr? Ich lese gerne. Es gibt eigentlich kaum Dinge, die mich nicht interessieren. Aber das meiste, was mich interessiert, ist der Mensch. Das heißt, der Kontakt mit anderen Menschen, sich zu unterhalten. Und wenn ich etwas wünschte, was ich besser machen könnte, dass ich so viele Sprachen spreche wie meine Frau, die Französin ist und 6 Sprachen spricht, ich kann leider nur Deutsch und Englisch. Alles andere ist etwas stümperhaft und nicht so flüssig, wie man sich's wünscht. Gibt's jetzt mit 75 noch Ziele? Ja, natürlich. Und ein Hobby von mir ist natürlich auch der schottische Whisky. Als ich in Schottland war, ich hatte also heute noch genieße ich Whisky. Ich trinke immer nur in kleinsten Portionen, aber ich trinke regelmäßig ein Glas Wein. Das hält gesund, nicht wahr? Und es gibt weitere Ziele für mich, dieses Leben voll mit verarbeiten zu können und auch das zu erleben, was vor uns liegt. Denn das Spannendste, was wir haben, ist die Zukunft. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Und ich kann heute sagen, als 75-Jähriger, ich habe das große Glück, in der wahrscheinlich idealsten Zeit der Menschheit in Zentraleuropa aufgewachsen zu sein. Der Krieg war fürchterlich, aber ich war Jahrgang 43, also zu klein, um das bewusst zu erleben, den Wiederaufbau dann mitzubekommen, dann die Blütezeiten mitzuerleben, die Freiheiten zu genießen, den Fall der Mauer. Ich bin in Leipzig geboren, war für mich eines der größten, ich war emotionellen Elemente überhaupt, nicht wahr? Und dann seit 42 Jahren glücklich verheiratet zu sein, 3 Kinder und 5 Enkel zu haben. Was kann man im Leben sich eigentlich sonst noch wünschen? Und dabei gesund zu sein. Ich war einmal in meinem Leben im Krankenhaus, als ich geboren wurde, nicht wahr? Das konnte ich noch nicht mitbestimmen. Und seitdem lebe ich unvernünftig, wie man es nur machen kann, aber ich genieße es und dennoch bin ich meines Erachtens sehr gesund, nicht wahr? Und freue mich schon auf den nächsten Marathon und auf die Erlebnisse, die vor mir liegen. Dann bin ich auch Pilot, nicht wahr? Bin Segelflieger, Motorflieger. Also es gibt viele Dinge. Fallschirmspringen gehört auch noch dazu. Ich habe den Kilimandscharo bestiegen, das Matterhorn, nicht wahr? Auch den Mount Whitney und auch Ben Nevis, wie ich sage, den höchsten Berg in Schottland. All diese Dinge habe ich einmal gemacht, weil es mir einfach Spaß macht. Und dann, wie gesagt, auch andere Länder kennenzulernen. Ich war Reiseleiter als Student. Ich bin durch die ganze Welt gereist, habe wohlhabende Leute herumgeführt und selbst zum ersten Mal auch die Welt gesehen. Ich hatte ja vorher nicht schon den Erfahrungssatz, was man dort sieht, aber habe mich da gut eingearbeitet. Mich interessiert die Geschichte sehr, die Frühgeschichte auch. Also es gibt so vieles, was vor uns liegt. Und dann natürlich das, was die Zukunft bestimmt, und das ist die Technologie. Das, was vor uns liegt in den nächsten 10 oder 20 Jahren, wird so faszinierend sein, dass wenn man dieses Interview mal in 10 oder 20 Jahren aus einer Büchse wieder rausholt, wird man sagen, dieser Mann, der hat ja eine Vision gehabt. Also was wir erleben in 20 Jahren, kann sich kaum einer vorstellen. Und das fasziniert mich und das begeistert mich jeden Tag. Heiko Thieme, vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick in die Vergangenheit gegeben haben, in Ihre Karriere. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, für viele Visionen und viele schöne Dinge noch. Danke Ihnen, Heiko Thieme. Und danke Ihnen, liebe Lynx-Zuschauer. Ich hoffe, für Sie waren einige Anregungen hier von Heiko Thieme mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann schauen Sie doch auch auf die Webseite lynxbroker.de und abonnieren Sie diesen Kanal.